Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mich mal wieder einem Fahrscheindrucker widmen oder genau genommen dem Adtron FR Compact. Ich habe dieses Gerät vor circa 2 bis 3 Wochen noch vor meinem Urlaub erworben, konnte mich allerdings jetzt erst so ein bisschen genauer mit dem Gerät auseinandersetzen, deswegen kommt jetzt erst das Video. Ja, was gibt es zu dem Drucker sozusagen? Dieser Drucker stammt von der DB Regionalbus aus Stuttgart, genauer genommen von der Niederlassung Ludwigsburg. Das Ganze erkennt man daran, beziehungsweise man sieht es auch später, wenn wir den Drucker in Betrieb nehmen, an diesem roten Aufkleber hier unten. Also das LB steht für Ludwigsburg, die 32 weiß ich nicht so genau, wofür es steht, die 10 auch nicht, die 18105 ist in diesem Fall wieder die Gerätnummer von diesem Drucker. Das Gerät ist Baujahr 2004 und war dort bis ca. 2014 im Einsatz. Das heißt, das lag jetzt auch schon 4 Jahre im Regal. Aber an sich läuft der Drucker noch, was mich auch ein wenig verwundert hat, da ich eigentlich dachte, dass die Batterien bzw. die Akkus, die da drin sind, tot seien. Aber ich habe die nachgemessen, die hatten noch Spannung. Und ja, die Uhrzeit stimmt nicht ganz, aber das Datum stimmt. Also, obwohl der 4 Jahre im Regal lag, läuft es soweit noch. Ja, ansonsten schalten wir das Gerät jetzt einfach mal ein und dann schauen wir mal, was passiert. Es dauert einen kurzen Moment und dann beginnt das Gerät zu booten. Das Gerät macht einen kurzen Selbsttest und lädt dann sein Programm. Ja, jetzt macht das Gerät eine Funktionsstörung des Chipkartenlesers. Man kann das Ganze jetzt einmal mit der grünen Taste bestätigen oder man drückt die rote Taste. Dann zeigt das Gerät einem sogar noch die genaue Fehlernummer an. Ich habe zwar eine Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, allerdings habe ich keine Unterlagen, was der Fehlercode jetzt genau bedeutet. Auf jeden Fall ist der Chipkartenleser kaputt, den müsste ich jetzt austauschen. Auch diese Fehlernummer können wir jetzt bestätigen. Und jetzt bootet das Gerät ganz normal weiter, trotz dieses Fehlers. Ja, jetzt ist das Gerät soweit gebootet. Ihr seht oben links in der Ecke das Datum, der 31.08.2018. Und auf der rechten Seite die Uhrzeit 11.09 Uhr. Das stimmt jetzt nicht ganz. Ansonsten die Gerätenummer, die 18105, die unten schon auf dem Aufkleber draufsteht. Dann die ganzen Software-Versionsnummern und natürlich das Logo von der Regionalbus Stuttgart. Dann steht da unten, bitte Modul einlegen und die Auslösetaste bestätigen. Jetzt ist es so, leider ist ja der Kartenleser des Geräts kaputt. Ich habe aber trotzdem ein Modul und das möchte ich jetzt auch mal stecken, um euch mal zu zeigen, was dabei passiert. Das Modul kommt bei diesem Gerät oben hinein. Okay, wir haben dieses Modul verkehrt rum reingesteckt. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. An sich liest der Kartenleser auch. Er erkennt jetzt also, dass das Modul verkehrt rum eingesteckt ist. Jetzt mache ich das Gerät wieder auf, ziehe das Modul wieder raus, stecke das Modul richtig rum rein, bestätige das Ganze und jetzt sehen wir auch eine Fehlermeldung beim Gerät. Er kann dieses Modul nicht lesen, es dauert kurz. Und jetzt bootet das Gerät wieder neu. Das liegt daran, dass, wie gesagt, der Kartenleser dieses Geräts hier leider kaputt ist. Ich ziehe jetzt das Modul einmal wieder raus, mache das Gerät wieder zu. Und dann beginnt das Spiel jetzt leider wieder von vorne. Wie gesagt, der Kartenleser ist kaputt. Allerdings ist es so, bei dem Gerät hier fehlt auch das Druckwerk. Das heißt, drucken kann man eh nicht. Als IBIS-Master kann man das Gerät leider auch nicht einsetzen, weil man dafür auch ein Modul bräuchte, beziehungsweise das habe ich ja, aber halt der das Modul lesen müsste.
Ja, ansonsten wollte ich euch das Gerät halt einfach mal vorstellen. Es ist jetzt in meiner Sammlung. Ich habe es relativ günstig bekommen. Ich denke, es kann auch sein, dass ich es in Zukunft wieder abgebe, weil ich damit nicht wirklich etwas anfangen kann. Aber ja, ich denke, ich wollte euch das Ganze einfach mal gezeigt haben. Der Atron FR Compact ist ja auch bekannt aus OMSI, speziell jetzt aus dem Hamburg Add-on. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man so einen Drucker ja in Betrieb nimmt. Also er hat jetzt auch länger gelegen und dass man dieses Gerät trotzdem wieder in Betrieb nehmen kann, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten soll es das jetzt auch soweit wieder von mir für heute gewesen sein. Ich denke mal, dass das nächste Video ein bisschen länger auf sich warten lassen kann, wobei der Julian hat mir da was angekündigt, dass da eventuell auch noch was von ihm kommt. Also das kann auch in den nächsten Wochen kommen, muss ich dann mal schauen. Ansonsten bedanke ich mich soweit fürs Zusehen bei euch und ja, wünsche euch eigentlich noch einen schönen Tag.